Eintracht Sondershausen seit Wochen vergeblich gegen den drohenden Abstieg. Auch der Trainerwechsel von Uli Kufs auf Burkhard Fendt brachte bisher nichts ein. Im Gegenteil, mit dem neuen alten Coach an der Linie gab es letzte Woche eine herbe 1:4 Schlappe in Hoyerswerda. Und auch heute kam Sondershausen trotz Heimvorteils gegen den SV Grimma nicht von den Abstiegsrängen weg. Schon nach 11 Minuten war der Traum vom Heimsieg erstmal in weite Ferne gerückt. Grimmas Heiko Pörschmann bringt den Freistoß und Steffen Ziffert mit dem Hinterkopf zum 1:0 für die Gäste. Bitter für den neuen alten Trainer Burkhard Fendt und seine Mannschaft. Die Eintracht fand in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel. Das frühe Gegentor nahm den Spielern jegliches Selbstvertrauen. Diese Szene aus der 27. Minute war bezeichnend. Besser machte es Grimma 3 Minuten später. Sven Braun sieht den startenden Mirko Liebig. Der hat viel Platz, umkurvt auch noch Jens Weisgerber und schiebt locker zum 2:0 ein. Dass Burkhard Fendt mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden war, ist verständlich. Beim 1:0, der Weisgerber macht einen Schritt nach vorne und bleibt dann doch auf der Linie stehen. Den muss er einfach locker runterfischen. Ja, und so fällt natürlich das, was wir sich vorgenommen haben. Erstmal hinten runter, man läuft dann immer den Rückstand hinterher. Das war letzte Woche in Hoyerswerda ähnlich. Und das sollte sich nicht wiederholen. Die 46. Minute, faul oder nicht faul, Schiri Marx entschied auf Elfmeter. Marcel Kloth scheitert an Keeper Ronny Winkler. Aber im Nachsetzen kann Sven Baumann den Anschlusstreffer erzielen. Und da war ja noch reichlich Zeit, für die Eintracht den Spieß umzudrehen. Der Wille war wohl bei einigen etwas zu stark und so musste Lars Plachy nach diesem Foul mit Gelb-Rot vom Platz gehen. Und auch mit 10 Mann drückte Sondershausen. Steffen Knebel legt für den eingewechselten Mike Franz auf, sein Schuss allerdings meilenweit am Gehäuse vorbei. Die letzte Möglichkeit hatte Frank Tanne, ebenfalls eingewechselt, aber er trifft nur den Querbalken. Das war 10 Minuten vor Schluss. Grimma verlegte sich auf das Kontern und brachte den 2:1 Auswärtssieg über die Zeit. Eintracht Sondershausen überwintert nach der Niederlage auf Tabellenplatz 16. Es kann jetzt nur über die Vorbereitungsspiele gehen, dass wir da Erfolgserlebnisse sammeln, dass wir auch zur Heimmeisterschaft, die ja hier in Sondershausen ist, Erfolgserlebnisse holen. Und dann kann man sicher auch wieder nach vorn schauen, weil der Wille, der Einsatz, Eifer, Disziplin, die ist in der Truppe zu erkennen. Aber die in entscheidenden Situationen versagen wir und da sind wir nicht oberligareif. Das ist eindeutig so zu sehen. Für die Eintracht beginnt die Saison wieder am 3.2. zu Hause gegen Neugersdorf. Tja, und dann muss sich Sondershausen zusammenreißen, damit der Oberliga-Fußball auf dem Göldner erhalten bleibt. Besser sieht's für die